Bei dem Sturm hatten wir das Fenster angekippt gelassen, weil der Sturm vom Westen kam. Und die Hagelkörner kamen durchgeschleudert bis mitten in die Küche, also in den Raum rein. Dort stand das Trampolin, ist hier lang geflogen und liegt jetzt dort in unserem Bein. Ja, wir haben Alarmierung gekriegt von der Leitstelle, Hilfeleistung klein. Als wir vor Ort angekommen sind, waren zwei Bäume in der Oberleitung. Die haben wir runtergesägt. Nachdem wir da fertig waren, kam der Besitzer, er hat noch entdeckt, dass ein weiterer Ast droht, auf einen Gastank zu stürzen. Da unsere technischen Mittel nicht ausgereicht haben, haben wir die Feuerwehr zum Werder nachalarmiert mit Drehleiter und haben den jetzt von den Ast runtergesägt, sodass keine Gefahr mehr besteht für den Gastank. Na, die Ursachen waren Sturm, Starkregen. Laut unserem jetzigen Wissensstand, da wir als während Sturm schon raus sind, wissen wir jetzt erstmal nur von der Großenhainer Straße. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, was noch in Preußen alles passiert oder wo was passiert ist.